Hier können wir aber aufschrauben, oder? Ah ja, wir haben nur plötzlich haben wir die Schraubenzieher vervierfacht. Geht alles miteinander, Brecheisen und Dia. Chamäleon-Objekt. Den Stuhl kann ich mir nicht ansehen, aber den Fleck da oben. Dieser Umriss eines Menschen sieht aus wie die anderen Tatorten. Aber wie ist es da? Wie ist, kommt er an die Decke? Ah, es ist ein falscher Satz, deshalb. Aber wie ist, kommt er an der Decke? Ja, ich weiß es auch nicht. Kannst ja mit dem Brecheisen abspachteln. Ha, da. So, können wir hier noch was machen? Nicht. Im Aufzug. Oder im Zentralraum noch dieses scheiß Ding finden, aber wir müssen im Aufzug mal die Kiste aufbrechen, glaube ich. Was kommt denn da zum Vorschein? Eine Fackel. Ja, da fackel ich nicht lange, gehe da hoch und mach die hier hin. Die Anzeige. Oh, die fehlte beim Minispiel. Wir nutzen noch die Chance, hier runterzufahren. Viel Spaß. So, da habe ich mal schnell was getrunken in der Zwischenzeit. Das war hier, oder? Nee. Wo, oder war das ganz oben? Da fehlt uns noch ein Wagen, den wir jetzt wahrscheinlich gleich bekommen. War es oben? Ich wette. Ah, nee, im Arbeitszimmer. Irgendwo, wo ich es nicht gerne hatte, genau hier. Verbinde die Zahl entsprechend der Anzeige. Such da... Dann oben das passende Muster aus. 1:7. Ah, gut, so schwer wird es wohl nicht sein. 2:4. Muss nur aufpassen, dass ich die 5:9. 5:9. 10:12. Das da hier, hä? So, 2:8. 4:10. 5:7. Und 6:12. So, das ist ein Stern oder so. So, sieht das aus? 1:8. Für uns natürlich. Ne, gegen uns. 3:11. 4:10. Ah, 1:8 hatten wir. 4:10. Und 5:7. 11:3. Ah, doch hatten wir. Ah ja, 5:7. So, gut, ich muss sagen, die Schwierigkeit ist jetzt noch gering, aber ich glaube, die wird schon noch schwerer. Also letztes Mal war da sehr viele schwere Aufgaben dabei. So. Das Magnet kommt auch hier hin? Nicht. Okay. Was fehlt denn hier oben? Nicht das Magnet, oder? Nee, nicht. Gut. Im Hinrichtungszimmer können wir dann Magnet... Ah, für den Reißverschluss oder was? Nicht. Was war denn hier noch? Also, ich kann ja nicht... Ja, hier ist die Frage, was war denn hier noch? Also das Handbuch brauche ich dafür natürlich nicht. Ich will es ja alleine lösen. Möglichst ohne Tipp. Ah, hier unten.
und mit dem Magneten, das genauso dick ist wie die Hände, Reißverschluss schiebe. Ah, der ist da abgesprungen. Okay. Mal schauen, was da sich drin befindet. Ah, der ist Schlimmes. Taschenmesser. Ah, mehr nicht. Alles andere da drin, der Sack ist voll, interessiert uns nicht. Was müssen wir durchschneiden? Ah, ja, ich weiß, das hinten da. Genau. Wieder voll reingeschnitten, da kannst du nichts mehr brauchen dafür. Im Mais drin hat es noch einen Enterhaken. Ja. Und den brauchen wir fürs Dach, oder? Okay, das war wieder schlechte Animation, ehrlich gesagt. Oh, das ist das Dach, das kenne ich von einem Screenshot. Das sieht also so aus. Ah, das letzte Auto. Oh ne, das zweitletzte. Einfach mit dem Hammer rein. Da hinten ist noch ein Auto. Da, aber da auf dem Screenshot, da steht da ein Mann. Rost. Okay. Schloss ist zu stabil. Den Stock kann ich bestimmt noch gebrauchen, aber leider komme ich nicht dran. Aber wenn ich den Wasserspeicher fülle, schwimmt er noch oben. Aha, hier ist ein Stein, den schmeiße ich erstmal runter. Oh, vielleicht kann ich das Ventilrad hochkatapultieren und ehe mich etwas Schweres auf das Brett werfe. Auto. Hammer. Nee, natürlich so ein Bilostein, ist ja klar. Und dann fliegt es genauso hoch und genau hierhin. Genau. Nicht uns an den Kopf, auch nicht zu wenig hoch. Genau hierhin. Hier brauchen wir das Ventil. Hä? Machen wir Wassermarsch. Es schwimmt nach oben. Die Animation ist traumhaft. Stock. Also ich will hier auch nicht so durchraschen, ehrlich gesagt. Aber es geht irgendwie gerade gut. Kann ich mit dem Stock hier... Mit dem Messer? Auch nicht. Da liegt noch was. Jetzt würde mich noch interessieren, wo denn hier die Leiche am Boden ist. Okay. Ah, ja, ich weiß, was ich mit dem Stock kann. Peng! Wir haben das letzte Auto, glaube ich. Da gehen wir mal einsetzen. Hier. Mal schauen, was es so gibt. So. Aha. Lötlampenteil. Oh, und die Münzen interessieren uns nicht. Ist ja klar. Drauf. Lötlampe. Schön. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Da kann ich immer noch was... Ah, ich kann den Stock wieder mitnehmen. Interessant. Kann ich den mit der Lötlampe nicht. Und hier... Ah, das geht, okay. Erhitzen und dann mit dem Hammer. Wow, bin ich gut. Der Hammer behalten wir sogar, der ging nicht kaputt. Wow, Animation. Wow. Blicke des Grauens und die Tür fällt zu, oder? Nicht? Wow, das wäre es jetzt gewesen. Oder es wird es noch gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wow, hab ich Angst. Achtung, die Tür fällt zu, oder was? Ah! Alter, was war denn das? Jetzt bin ich tatsächlich erschrocken, Alter. Wie die? Alter, wie ein Schmerzschrei. Alter, was war das denn? Das war jetzt nicht... Ich wollte zuerst schreien und dann bin ich... Da habe ich gedacht, Alter, komm, da schreist du dann, wenn da irgendwas passiert. Aber dann bin ich so erschrocken, weil ich dachte die ganze Zeit, da kommt einer von hinten, sperrt uns ein. In jedem richtigen guten Film wäre das passiert. Alter. Da ist ein Skelett und der Schlüssel zum Krankendings. Boah, das muss ich mich erstmal erholen. Ah, geschrieben hat sie nichts, okay.
Die kann gar nicht mehr schreiben, die ist jetzt so durchgerüttelt. Sieht aus wie Schalter. Ich muss das Licht anmachen, aber ich komme nicht dran. Ich brauche einen langen Gegenstand. Stöckchen. Hallo? Ah, Rohr und Stöckchen. Das ist deutlich länger. Ja, befestigen kann ich es leider nicht. Dann machen wir es später. Und sonst sehen wir natürlich nichts, weil es so dunkel ist. Gehen wir mal raus. Boah, bin ich jetzt. Halt, ich muss mich zuerst mal wieder abregen. Boah. Das war ein echter Schrei. Das war nicht irgendwie... Ich hoffe, es geht euch nicht so. Da ist das Krankenzimmer. Aha. Da gibt es viele Sachen. Zuerst mal Phantomobjekte abräumen. Tja, da weiß ich so nicht weiter. Mal sehen, ob ich hier irgendwo was finde. Ein Dia. Schön. Das finde ich ja toll. Wir haben die zwar noch nicht angesehen, werden wir gleich mal machen noch. Handschellen. Was machen denn die da? Da war einer gefesselt. Obst. Das noch voll frisch ist. Und hier unten ein Nagel. Das Obst ist doch voll frisch. Obwohl das Gefängnis schon verlassen ist und alles. Aber es war nicht mit einem Nagel, oder? Nee. Gut. Kann ich hier die Scheibe einschlagen oder so? Nicht. Aha, ich sollte mich vielleicht umschauen. Da scheint was in der Matratze zu stecken. Ich sollte sie aufschneiden. Aha. Draht. Ein heißen Draht ist da. Und so hält es natürlich. Gut. Gehen wir wieder nach oben. Ins Gruselzimmer. Alter, ich erinnere mich wieder dran. Da ist das Licht an, oder? Da läuft ja alles. Das ist ja die Kommandozentrale hier. Ach, das sind jeweils die Aufgaben. Blöd, ja. Das Skelett müssen wir herausfinden. Und da gibt es ein Wimmelbild. Dahinter. Ja, dann sehen wir uns da mal um. Das da brauchen wir. Das sieht aus wie eine Pistole. Ich brauche einen Schalter, um den Strom anzuschalten. Es hat ja nicht genügend Schalter da. Eine Sicherung fehlt. Holzgriff. Die Glasabdeckung des Oszillographen fehlt. Ja, ist das so schlimm? Hier ist ein Lappen. Da braucht es Batterien, hä? Schon wieder. Kann man nicht aus der Taschenlampe nehmen, die man mal irgendwo verloren hatte. Draht. Das ist eine Sicherung, ich tipp. Die Sicherung war aber nicht hier, sondern hier. Lege die Schalter in der richtigen Reihenfolge um. Liegst du richtig, bleiben sie in der neuen Position. Wenn nicht, schalten sie sich alle wieder aus. Wow. Erster. Das ist ein Glücksspiel. Und das muss natürlich genau der letzte sein. Wow. Boah,
Alter. Immer wieder. Boah. Gut, da musst du Glück haben. Nee, jetzt weiß ich die Kombination nicht mehr. Alter, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich bin ja auch dumm, oder? Es war unten rechts, oder? Links war es nicht. Dann ist es der. Nein! den habe ich geklickt. Oder nicht den. Boah, endlich, Alter. Gut, nach 1,5 Stunden Aufnahme, Glasabdeckung. Und Schalter. Machen wir mal den Schalter hin. Der braucht aber noch einen Griff. Einen überlangen Griff braucht er. Das ist ja so wie unten im Hinrichtungsraum. Fast Glasabdeckung. Ein Stück Draht fehlt noch da. Muss es isolieren, mit dem Lappen natürlich nicht. So, jetzt haben wir wieder nichts. Da fehlen immer noch die Batterien. Da oben ist noch das Isolierband. Schön. Isolieren wir das? Ja, natürlich nur so klein. So. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding bedient oder wie es funktioniert. Ja, du hast ja von nichts eine Ahnung. Aber sie wusste... Ja, die muss man auf die Kombination finden. Sie wusste genau, was es ist, vorhin. Aber sie hat keine Ahnung, was es ist.